Zuschauer. Europaweit gehört Coop zu den grössten Anbietern von Produkten aus biologischer Landwirtschaft. Auch bei uns in der Schweiz heisst das bekannteste Label für tiergerechte Produktion nach wie vor Naturaplan. Rund 900 Produkte umfasst das Angebot in unseren Läden mittlerweile und nimmt laufend zu. Eine Umfrage zeigt, dass das Interesse für naturnahe Lebensmittel in den letzten Monaten weitergewachsen ist. Neben den gesundheitlichen Aspekten sind auch der Geschmack und die Qualität der Bioprodukte entscheidend für den Kauf. Keine Überraschung ist das für den Armin. Und darum gibt es heute ein spezielles Dessert, einen panierten und gebackenen Camembert von Coop Naturaplan. Grüezi miteinander. Bevor wir zu diesem Rezept kommen, darf ich Ihnen unseren prominenten Gast vorstellen. Herzlich willkommen im Studio, Gianna Hablützel. Gianna, schön sind Sie da. Sie waren ja schon mal bei uns, gerade nach dem Gewinn der Silbermedaille in Sydney. Was haben Sie jetzt Grosses vor? Jetzt am Wochenende vom 12. bis 13. Mai findet in Zürich das Saalsporthalle ein Weltcup-Turnier statt, wo ich selbstverständlich am Start sein werde. Bevor Sie aber den Degen mit dem Küchenmesser austauschen, dann schnell die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Wie viele Produkte von Coop Naturaplan kann man zurzeit kaufen? Sind es 750, 900 oder 1100? Die richtige Antwort wie immer ein bisschen später. Erdbeere und Rhabarbere in Stück schneiden. Hey, Gianna. Und mit Zucker, Honig und Weisswein zu einem Kompo kochen. Maizena mit wenig kaltem Wasser anrühren, dazugeben und unterrühren, nochmal aufkochen. Mit hellem Balsamico-Essig und Pfeffer abschmecken und abkühlen. Jetzt die halbierte Camembert von Coop Naturaplan im Mehl, im Ei und im Paniermehl wenden. Panade gut andrücken. In der heissen Brotbutter auf jeder Seite 4-6 Minuten goldbraun backen. Je Camembert-Hälfte auf einen grossen Teller anrichten, Kompott dazugeben und mit einer Erdbeere garnieren. Mit dem Rezept aus der neuen Coop-Zeitung werden Sie bestimmt Erfolg haben. Zu ausprobieren lohnt sich also. Der Camembert für das Rezept, aber auch weitere Weich- und Frischkäse aus biologischer Produktion, offerieren wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis oder mit zusätzlichen Superpunkten für eine Superprämie. Eine Gelegenheit, die Sie nicht verpassen dürfen. Alle, die einmal in Griechenland oder auf dem Balkan in der Ferien waren, haben Bekanntschaft mit einem berühmten Frischkäse, einem Feta, gemacht. Ursprünglich aus Schafsmilch hergestellt, hat sich mit der stark gewachsenen Nachfrage bei uns auch der mildere Feta aus Kuhmilch durchgesetzt. Auch von Coop Naturaplan gibt es in kurzem einen Feta. Natürlich aus biologischer Kuhmilch. Wir haben dem Hersteller, der Firma Züger aus Oberbüren, bei der Produktion über die Schulter geschaut. Nach dem Anliefern wird die Milch erwärmt und pasteurisiert. Dann der Bruch geschnitten und über die Rutschbahn in die Formen abgefüllt. In einer milden Salzlake überkommt der frische Feta während ca. 14 Tagen Festigkeit und Geschmack, bevor er abpackt und für den Transport in die Coop-Läden bereit gemacht wird. Armin, beim Stichwort Feta fallen dir sicher ein paar Serviervorschläge ein. Problemlos, er eignet sich ja besonders gut für Sommersalat. Passt gut zu Tomaten und Gurken und Gemüse aus dem Mittelmeerraum. Auch Balkanspezialitäten wie Börek, Falafel oder Feta Pita könnte man sich nicht vorstellen ohne. Danke, Armin. Wie viele Produkte von der Coop Naturaplan kann man zurzeit in unseren Läden kaufen, haben wir die Zuschauer im Studio gefragt. Da ist die Antwort, es sind 900. Gianna, in diesem Fall hat eine rosa Karte gewonnen. Richtig tippt und damit das Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock gewonnen hat, Frau Kim Vögeli. Herzliche Gratulation. Herzliche Willkommen. Danke. Herzliche Gratulation. Danke. Das ist der Gucci. Danke. Danke allen ganz herzlich fürs Mitmachen und Ihnen, Gianna, natürlich ganz besonders mit dieser Aufmerksamkeit aus unserer Blumenabteilung. Merci vielmals. Danke. Das war es für heute. In einer Woche stellen wir Ihnen Neuheiten von Max Havilar vor und einen prominenten Gast, der viel in der Welt herumgekommen ist. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.